Oh Schatz, es ist soweit, unsere Kinder werden geboren. Die zukünftigen Könige von Brookhaven. Wow, wie cool, ich wurde geboren und ich habe sogar einen Bruder. Meine Kinder, hört mir zu. Ich bin König Odin. Was? Wir sind die Kinder von einem echten König? Ganz genau. Und einer von euch wird bald meinen Thron ersetzen. Aber derjenige muss es auch würdig sein, auf meinem Thron sitzen zu dürfen. Denn einer von euch muss ein wahrer König sein. Er muss immer bereit sein für einen Krieg. Was? Krieg? Ich bin immer bereit für Krieg. Ich netzel alle um in den Krieg und bam und boom und yeah! Thor, lass mir dir was sagen. Ein wahrer König sucht keinen Krieg. Denn ein wahrer König ist aber immer bereit, wenn ein Krieg erscheint. Wow, das klingt so abgefahren. Ich möchte der neue König sein. Oh, wie abgefahren, nach all den Jahren, dem ganzen Training und der harten Zeit hinter mir, habe ich es endlich geschafft. Ich werde heute zum König von Brookhaven ernannt. Ganz richtig, Thor. Du wirst der nächste König von Brookhaven. Und mit diesem Hammer hast du eine unheimliche Kraft. Aber du musst den Hammer auch mit Würde tragen. Aber sicher, ich trage diesen Hammer mit ganz viel Würde! Boom, boom! Moment mal, wo steckt denn eigentlich dein Bruder? Tut mir vielleicht für die Verspätung, Thor und Vater. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich musste noch ganz dringend auf die Toilette. Wie auch immer. Thor, du bist der nächste König. Aber erstmal, Thor, schwöre mir, dass du Brookhaven immer verteidigen wirst. Ich schwöre es. Schwöre mir, dass du immer loyal zu deiner Familie bleibst. Ich schwöre es. Schwöre auf mich, König Odin. Ich schwöre auf dich, König Odin. Schwör auf McDonald's. Ich schwöre auf Moment mal, McDonald's? Hiermit ernenne ich dich zum... Hä? Eiskrieger! Hey, was macht dieser Eiskrieger hier? Wir hatten einen Deal, dass ihr Brookhaven nicht mehr betreten werdet. Brookhaven und die Regeln ist mir egal, ich werde hier alles zerstören. Vater, wir müssen den Eiskrieger, wir müssen ihn umschnetzeln. Nein, Thor, merkt ihr meine Worte. Krieg ist nicht immer die Lösung. Wir werden Frieden finden mit den Eiskriegern, damit wir zusammen leben können. Aber Vater, die Eiskrieger sind hier einfach bei uns eingebrochen. Das muss bestraft werden. Nein, Thor, hör auf, so egoistisch zu denken. So denkt kein wahrer König. Ihr werdet doch sehen, in eurer ach so loyalen königlichen Familie stecken ein paar miese Verräter. Ihr werdet bald alle sehen. Wie kannst du es wagen, nur so über die königliche Familie zu reden? Ich werde dich... Nein, Thor, hör auf damit, hab ich dir gesagt. Aber Vater, die Eiskrieger, die machen sich lustig über uns. Die wollen uns einfach nur bloßstellen. Wir müssen sie jetzt unbedingt ausschalten, so wie du es damals getan hast. Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich habe den Krieg mit den Eiskriegern beendet und jetzt herrscht Frieden. Oh Vater, warum bist du denn so stur? Ich mag dich langsam nicht mehr. Du bist echt ziemlich alt geworden. Thor, ich bin enttäuscht von dir. Ich werde dich jetzt verbannen und deinen Hammer wegnehmen. Was? Meinen Hammer? Moment mal, du willst mich verbannen? Hey! Ja. Ich werde dich verbannen. Du musst lernen, Thor. Du musst lernen, wie man ein wahrer König sein muss. Oh Mann, ey, ich bin jetzt schon seit einem Monat verbannt. Ich habe jetzt ganz, ganz viel nachgedacht. Und ich glaube, mein Vater, König Odin, hatte recht. Wir sollten lieber alle in Frieden leben. Aber irgendwie auch nicht. Ich hasse die Eiskrieger. Aber naja, ich glaube, Frieden ist trotzdem besser als Krieg. Ob ich jemals wieder entbannt werde und zurück nach Hause kann, ich weiß es nicht. Hallo, mein Bruder. Schön, dich wiederzusehen. Oh?
Bruder, was machst du denn hier? Das ist so krass, dass ich dich endlich wiedersehe. Oh, Bruder, es freut mich auch, dich wiederzusehen. Aber ich habe gute, sowohl auch schlechte Nachrichten für dich. Moment mal, gute und schlechte Nachrichten? Dann fang mal an. Die gute Nachricht ist, dass ich jetzt der König von Brookhaven bin. Was? Du bist jetzt der König von Brookhaven? Moment mal, und die Entscheidung hat Vater getroffen? Ja, so in etwa. Denn wir kommen jetzt zur schlechten Nachricht. Vater, also der König Odin, ist gestorben. Moment mal, was? Unser Vater ist gestorben? Das kann nicht sein, Bruder. Bitte, Bruder, sag mir, dass es nicht wahr ist. Oh doch, Thor, es ist leider wahr. Unser Vater, König Odin, ist gestorben. Aber da gibt es noch etwas, was ich dir unbedingt sagen wollte, Bruder. Noch etwas? Ist es jetzt eine gute oder schlechte Nachricht? Für mich ist es eine gute Nachricht. Für dich eher eine schlechte. Und zwar, Thor, ich bin nicht dein Bruder und ich war auch noch nie dein Bruder. Denn ich bin ein Eiskrieger. Wow, Moment mal, du bist ein Eiskrieger? Wurdest du etwa verflucht? Oh nein, Thor, ich war nie König Odins Sohn und deine Mutter ist auch nicht meine Mutter. Ich war schon damals ein kleines Eiskrieger-Baby. Nur König Odin hat mich damals mitgenommen, um Frieden mit den Eiskriegern zu haben. Ich war also nur ein Mittel zum Zweck. Und deswegen bin ich jetzt der König und werde alles platt machen. Und mit dir fange ich an, mein Bruder Thor. Und nimm das. Au, oh, nein, Bruder. Du wirst mich jetzt wirklich verraten. Es ist doch egal, ob du ein Eiskrieger bist oder nicht. Wir sind doch im Herzen Brüder, oder nicht? Nein, das sind wir nicht, Thor. Ich werde jetzt Brookhaven platt machen. Ja! Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Oh, wow! Ich habe meinen Hammer wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde dich jetzt hiermit vernichten. Aber Bruder, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Bitte, lass uns doch einfach Frieden haben. Du nervst mich mit deinem Frieden. Nimm das. Nimm das. Au. Moment mal, ist das etwa mein Vater? Thor, ich bin jetzt wirklich stolz auf dich. Du hast es geschafft, mich zu retten. Dein Bruder wollte uns hintergehen. Aber das war doch gar nicht nötig. Ich wollte doch eigentlich nur Frieden. Siehst du, Thor, das habe ich doch damals bei deiner Geburt gesagt. Du musst immer bereit sein für einen Krieg. Aber Frieden ist besser. Und hiermit ernenne ich dich offiziell zum König von Brookhaven. Oh, abgefahren, aber... Irgendwie bin ich trotzdem traurig wegen unserem Bruder. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Geburt bis Tod Video von Thor. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und falls ihr noch eine Idee habt, von wem ich noch ein Geburt bis Tod Video machen kann, dann schreibt eure Idee in die Kommentare. Vielleicht auch von Superman oder von Deadpool. Schreibt einfach mal eure Idee in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ihr könnt jetzt die letzten zwei Videos abchecken. Die sind natürlich auch mega, mega cool geworden. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt die ab. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!